da nicht ganz so drüber erfreut war, dass der US-amerikanische Nachrichtendienst ihr Handy abgehört hat, das dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Dass sie selbst schon genervt ist, wenn man sie darauf anspricht, ist dann irgendwann auch selbstverständlich. Die EU hat wegen der Ausspähung der Bankdaten des SWIFT-Abkommens am Montag ja einen Stopp eingeleitet. Merkel bleibt im typischen Spiel deutsch-amerikanische Freundschaft. Ja, eben Merkel. Beim Thema Freihandelsabkommen mit den USA bleibt sie auch mit gehacktem Handy unbeeindruckt. Das wird nicht angetastet. Dass die EU neue Datenschutzrichtlinien auf die Beine stellt, ist leider auch sehr unwahrscheinlich. Einen Satz ließ sich unsere Kanzlerin zu dem Thema immerhin entreißen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Naja, ein Resultat aus den ganzen Neuigkeiten zur Ausspähung unserer Daten ist auch, dass Leute auf die Straße gehen, denen das natürlich überhaupt nicht gefällt. Und deswegen wird das auch morgen in Köln passieren. Was genau passiert und wie das abläuft, was zu erwarten ist, das hört ihr gleich nach dem nächsten Musikblock. Das war Fight for Me von Wild Birds und Peace Drums. Und ich habe jetzt hier in der Leitung Florian Wächter, der betreibt das Portal bzw. den Blog demonstrare.de und er ist federführender Organisator der Demonstration Stop Watching Us, die morgen hier in Köln stattfinden wird. Stop Watching Us ist eine Kundgebung morgen. Florian, was haben wir da zu erwarten? Worum geht's? Ja, und zwar haben wir auch gerade jetzt wieder aktuell durch die Geschichte mit Merkel mitbekommen, dass uns definitiv klar sein sollte, dass wir Bürger genauso abgehört werden. Wenn die Amerikaner sich ja vor allem auch trauen, schon unsere Kanzlerin abzuhören, warum uns denn nicht erst recht? Und ihr macht da morgen eine Kundgebung zu und was erzählt ihr da? Ja, also uns ist halt einfach ganz wichtig, dass gerade die Menschen, die davon noch nicht so viel gehört haben, auch einfach gerade die breite Schicht in der Bevölkerung aufzuklären. Das heißt, wir möchten morgen mit verschiedenen Gästen, die reden werden, auch aus der Politik, zum Beispiel Volker Beck von den Grünen ist dabei, sowie André Hunko zwischen den Linken, dass natürlich auch politische Statements kommen. Wir freuen uns aber auch, Leute und auch Gäste einzuladen, wie Jörg Eichenauer von Mehr Demokratie, der uns auch einfach erklären kann, was für Möglichkeiten haben wir denn? Viele Menschen sind nun mal einfach von der Politik nicht wirklich überzeugt, was man auch gesehen hat, dass knapp 30% sich an den Wahlen nicht beteiligt haben. Aber Politik heißt ja nicht nur wählen zu gehen, sondern Politik kann jeder Mensch für sich ja auch mitgestalten. Und da möchten wir versuchen, die Menschen morgen zu erreichen und das Ganze auch so ein bisschen zu erklären. Das heißt also, jeder, der jetzt immer nur im Hintergrund Merkel-Handy gehört hat und nicht so wirklich mitgekommen ist, der sollte, wenn er morgen dann Lust hat und Zeit, dahin gehen und dann kriegt er quasi alle Informationen im Packen geliefert. Genau, richtig. Einfach, dass er sich informieren kann vor Ort. Genauso aber auch die Möglichkeit hat, uns kennenzulernen. Weil ich meine, wir sollten das Wetter jetzt auch nutzen. Es wird kühler, es kommt der Herbst, es kommt der Winter. Große Demonstrationen sind deswegen erstmal nicht zu erwarten auf der Straße. Aber wir haben halt auch vor, Seminare zu machen. Es gibt Krypto-Partys. Und wenn die Menschen uns einfach kennenlernen und auch wissen, wo haben wir eine Anlaufstelle, wie zum Beispiel mit unserer Webseite cologne.demonstrare.de, wo wir auch Termine veröffentlichen, dass man wirklich sich einfach mal treffen kann in einem Raum, zusammen spricht, sich untereinander unterhält und vor allem auch hilft und unterstützt. Also auch so eine Art Barriere nehmen, dass man das Gefühl bekommen kann, ich kann was gegen diese Überwachung unternehmen, wenn man sich jetzt den Workshops anschließt oder einfach nur zuhört, sonst sich die Informationen, die ihr denen liefert. Das heißt, wie geht's dann konkret weiter? Also was gibt's neben der Kundgebung noch morgen? Wird das auch ein Demonstrationszug, den du auf deinem Blog angekündigt hast? Also wir werden uns erstmal von 13 bis 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz treffen. Da machen wir im Prinzip unsere Auftaktkundgebung, wo viele erstmal reden werden, wo man sich darüber einfach erstmal informiert, worum das Ganze geht. Es ist nun mal ein sehr breites Thema. Wir werden dann halt einen größeren Demomarsch diesmal machen, der wirklich dann quer durch die Innenstadt durchgeht, Teile von der Südstadt auch mitnimmt. Und wir gehen dann wieder zurück zum Bahnhofsvorplatz, haben da auch noch Programm, einige Redner, die noch was sagen werden. Wir haben auch einen Poetry-Slammer vor Ort, um das Ganze auch ein bisschen interessanter abzustimmen. Ein bisschen Musik also wird natürlich ein Event, laufen. Event-Demonstration sozusagen. Ja, genau. Ja, wir haben ihr habt ja auch nicht unnamhafte Menschen dabei. Und wie groß wird das? Wird das klein oder wird das groß? Wie kannst du das schon abschätzen? Was würdest du sagen? Also mit mehreren hundert Menschen rechne ich auf jeden Fall. Die allererste Demo am 27. waren wir knapp 700 Leute. Gut, da muss man zusagen, es war auch ein ganz frisches Thema. Das Thema ist natürlich nicht weg.
Die Demo am 31.8. waren wir auch knapp 250 Leute und ich will doch erwarten, dass wir definitiv die 250 wieder erreichen bzw. definitiv überschreiten. Das Thema ist nicht weg, das Thema ist brandaktuell und jeder ist da angehalten, sich auch irgendwo dran zu beteiligen. Ja, das hört sich doch nicht zu wenig an. 250, das verspricht eine große Veranstaltung zu werden. Wer noch sich weiter informieren möchte, die Demonstration heißt Stop Watching Us, bewusst mit einem Hashtag davor, also kann man sich auch in Social Media über die Hashtags von Stop Watching Us gut informieren. Und ja, wer sonst einfach mal vorbeigehen möchte, der geht morgen zum Bahnhofsvorplatz um 13 Uhr die Kundgebung mit einer Demonstration, anschließend um 14 Uhr. Und ja, wer noch nie von der Crypto-Party gehört hat, der sollte vielleicht auch mal vorbeischauen und ja, wird so dann erfahren, wie man etwas gegen diese ganzen Überwachungssachen unternehmen kann. Hier hören wir jetzt Real Niggas Don't Die von NWA.